Ich bin Birgit Grundler. Ich habe gerade eine Session zum Thema Netnografie gehalten. Also bei Netnografie geht es darum, in Social Media zu schauen, wie sich Verbraucher über bestimmte Themen äußern. Und das war ein Thema, was ich im Uni-Seminar mal kurz hatte. Und ich habe mich immer gefragt, also wenn Nivea das toll anwenden kann, kann man das vielleicht auch irgendwie in der Buchbranche umsetzen. Und ich habe, also in der Session waren alle sehr interessiert, aber ich wurde eigentlich in meiner Meinung bestärkt, dass es etwas schwierig ist, das in der Buchbranche professionell durchzuführen, weil es natürlich sehr teuer ist und auch sehr aufwendig und der Kosten-Nutzen, die Kosten und Nutzen nicht so ganz vielleicht im Verhältnis stehen. Aber ich habe gemerkt, dass viele natürlich in der Marketingabteilung sowieso schon so ein bisschen in sozialen Netzwerken schauen, worum es geht. Und es ist dann noch eine ganz interessante Diskussion angeregt worden, wie überhaupt Verlage auf neue Themen und Produkte aufmerksam werden. Das fand ich sehr schön daran.